Hallo und herzlich willkommen zur 16. Botschaft der Anhänger des erleuchteten Nopismus. Mein Name ist Gaius Julius Caesar, ich bin der Vorsitzende der Aden und ich möchte jetzt mit euch wieder reden über das, was die letzten 3 Jahre geschehen ist, nämlich von 2256 bis 2259. Dabei werden die Folgen 32 und 33 des Medienmogulen Steinwallen umfasst. Ja, zunächst ist auch wieder einiges in der Forschung geschehen. Und zwar wurde das Physiklabor 2 fertiggestellt. Wir können da also nun verstärkt forschen in diesem Bereich. Und als neue Forschung wurden die Protonentorpedos in Angriff genommen. Des Weiteren wurde die interstellare Flottentradition fertig erforscht und dadurch konnte dann auch endlich direkt der Bau einer Flottenakademie in Auftrag gegeben werden. Das wurde schon lange Zeit, um hier dann wirklich mal verstärkt auf unsere Flotte zu gehen, die ja doch im Vergleich zu anderen Reichen noch recht schwach ist. Wir brauchen einfach eine stärkere Flotte, um auch vor allem gegen diese terroristischen Gafas vorgehen zu können. Ja, und es ist auch der galaktische Armeeerlass nun möglich, das heißt, wir können unsere Flottenkapazität auch erhöhen. Das ist aber derzeit noch nicht nötig, weil unsere Flotte noch lange nicht an den Grenzen unserer Kapazität angekommen ist. Das heißt, es ist ein Notfallerlass, den wir mal im Krieg nutzen könnten. Ja, dann die neue Forschung, die dann auch direkt einige Monate später erforscht wurde, ist das Koloniekrankenhaus. Das können wir dann auch auf weiteren neuen Planeten bauen, um dort auch einige schöne Verbesserungen zu erhalten. Das freut uns Aden sehr, da wir ja auch sehr auf Wirtschaft und Wachstum setzen. Ja, die wiederum neue Forschung, die dann danach direkt begonnen wurde, ist eine ganz besondere Forschung. Dazu wird es später mehr geben. Nur so viel, es ist die Telepathie-Forschung, die dann irgendwann psionische Armeen ermöglicht. Aber dazu später mehr, das hängt nämlich mit einigen anderen Punkten auch noch zusammen. Ja, dann gab es Drohnen auf Graz Prime, die kennen wir ja schon. Die sind wieder mal erwacht und die haben wieder für uns gearbeitet. Und dann haben sie plötzlich begonnen, einen Weltraumaufzug auf Graz zu bauen. Das war ganz spannend und interessant zu beobachten. Es haben unsere Forscher auch sehr begeistert gemacht. Und mittlerweile habe ich auch den Auftrag der dortigen Artenforscher gegeben, dass dieser Weltraumaufzug genauestens untersucht werden soll. Das machen wir auch in Zusammenarbeit mit den COS, die dort auch Wissenschaftler haben. Ja, es sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Und da kommt doch gleich die Frage, woher denn diese Drohnen stammen. Aber mal schauen, wir werden später noch etwas von diesen Drohnen hören. In der Zwischenzeit gab es allerdings ein besonderes Besatzungsmitglied auf der UNS, Terish Kova, die ihr Kapitän Quang Zhang besonders lobte und hervorhob. Und zwar nannte er die Person einen Rohdiamanten, der nur noch geschliffen werden müsste. Also, eine Person, die wirklich gute, große, starke Fähigkeiten hat. Und Ningbo, unser Generalsekretär, entschied, diese Person weiter auf der UNS Terish Kova zu lassen, um dort die Forschungsgeschwindigkeit zu verbessern. Das heißt, wir werden dann hier ein noch stärkeres, noch besseres Forschungsschiff haben, um auch die letzten Reste dieser Galaxis endlich erforschen zu können. Dann gab es auch wieder einiges im Bereich der Außenpolitik, das geschehen ist. Und zwar haben unsere Freunde die Koalition der Ikasuri in einem spektakulären Verteidigungskrieg gegen die Vereinigten Tuxkan-Konföderation gewonnen, Leute. Sehr schön. Wir freuen uns sehr hier bei den Aden, dass unsere Freunde gewonnen haben gegen diese aggressiven Demokraten. Auch sehr seltsam bei den Tuxkan, aber nun gut. Die Tuxkan wurden nun sehr geschwächt. Sie mussten 3 Planeten befreien und einen abtreten. Die werden uns jetzt hoffentlich erstmal keine Probleme verursachen. Allerdings ist es auch noch so, dass unsere Freunde, die Ikasuri, immer noch im Krieg sind. Und zwar auch noch in einem Verteidigungskrieg gegen die Liga von Orassia. Aber nachdem sie ja jetzt schon einen Krieg gewonnen haben, können sie sich verstärkt auf diese Orassianer einstellen und gegen sie kämpfen. Ein weiterer großer Punkt, der Beunruhigen auf der ganzen Erde und in anderen Kolonien aufwirft, ist die stärkere Ausbreitung der Inari, die haben einen weiteren Planeten im neutralen Sektor kolonisiert und damit ihre
Grenzen in Richtung Unopia weiter ausgedehnt. Diese Missachtung der neutralen Zone wird Konsequenzen haben. Wir beraten gerade, was wir gegen diese Inari machen können und werden Notfallpläne vorbereiten, falls die Inari doch irgendwann nicht mehr unsere angeblichen Beschützer sind, sondern gegen uns vorgehen, weil sie sich einfach immer weiter ausbreiten wollen. Erfreulich ist die Nachricht, dass der Anteil der Nopisten in Grand Unopia gestiegen ist und auch in Zukunft steigen wird. Derzeit liegt der Wert bei 23% und nach Umfragen wird er wohl bald auf 29% sich erhöhen. Da freuen wir uns, dass unsere Anstrengungen erfolgreich waren, vor allem unsere Tempelbauten und zusätzlichen Priester, die eingesetzt wurden. Ja, und dann nochmal zu den uralten Thronen in Kratz Prime, die wir ja schon erwähnt haben. Die sind dann wieder nach einiger Zeit, nachdem sie diesen Weltraumaufzug gebaut haben, wieder erwacht. Und dann holten sie aus den Weiten der Galaxis einen Mineralvorrat. Das war wohl vorher mal ein eingespeicherter Auftrag, der jetzt wieder zum Tragen kam. Und ja, dadurch konnten wir jetzt weitere Mineralien auf Kratz Prime finden oder haben die eben bekommen, die wir nun abbauen können. Das ist schon meiner Meinung nach alles sehr mysteriös mit diesen Drohnen. Woher kommen sie? Woher stammen sie? Wieso sind die immer noch aktiv? Vielleicht sind sie letztendlich ein Geschenk Nopias? Was meint ihr? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und redet gerne mit uns Arden. Wir freuen uns darüber. Ja, und dann gab es auch einen neuen Kontakt, wieder einmal nach einiger Zeit. Das sogenannte Zuckerkahn Compact. Ich weiß nicht, dieser Name Zuckerkahn, der ruft irgendwie seltsame unterbewusste Erinnerungen hoch. Naja, egal. Auf jeden Fall sind sie irenische Bürokraten. Sie sind Pazifisten, xenophil und egalitär, also genau das Richtige für Unopia. Sie stimmen wunderbar mit uns überein. Wir haben also neue Freunde gefunden. Und dadurch auch endlich eine weitere Stärkung der hellen Seite unserer Galaxis, ja, geschafft. Das heißt, Unopia wird in der Hinsicht immer weiter stärker, glücklicherweise gegen Nopus, der die Reiche wie die Inari wohl stark beeinflussen kann. Ja, und kurz und knapp können wir auch noch sagen, dass endlich der neue Außenposten in Ditaforo errichtet wurde. Das Einzige, was uns etwas beunruhigt, ist, dass er doch sehr nah an diesem gefallenen Reich, an diesen Verwaltern liegt. Wir hoffen nicht, dass das zu Problemen führt, nicht, dass die sich bedroht fühlen. Sie sind ja sehr stark, was ihre Flotte angeht. Wir hoffen da auf weiteren Frieden. Wir wollten uns nur die Systeme und vor allem die Mineralien und Energie dort sichern als wirtschaftliches Reich, was wir nun einmal auch sind. Ganz besonders nun sind die neuen Traditionen. Und zwar haben wir Glaube an die Wissenschaft als neue Tradition beschlossen. Dadurch steigt nun unsere Forschung enorm. Und jetzt ist es einfach so, so ist auch unser Verständnis der Arden, genau wie auch das Verständnis des Medienmogulen Steinwallen, dass die Wissenschaft und Nopia harmonieren. Und zwar miteinander als Einheit. Der Glaube und die Wissenschaft sind ganz im Sinne der Arden vereint. Ja, mit unserer stärkeren Wissenschaft wollen wir mehr über Nopia erfahren. Das ist unser Ziel. Und dann jetzt halt noch wunderbar ein Aufstiegsvorteil, etwas, was wir ja entdeckt haben, etwas, wo wir wenigstens hinwollen. Und zwar der Verstand über die Materie. Und zwar die psionischen Fähigkeiten werden ab jetzt stärker in den Fokus gelegt. Bis hin zur Telepathie, das habe ich ja schon am Anfang erwähnt, dass jetzt die Telepathie auch erforscht wird. Und ja, wir wollen das einfach insgesamt weiter stärken. Wir wollen dort vorankommen. Und ja, ich entschuldige mich ganz kurz dafür, dass jetzt hier ein Programm aufgetaucht ist. Aber das liegt einfach daran, dass ich gerade sehr viel zu tun habe, sehr viel gleichzeitig machen muss als Arden-Vorsitzender. Da kann sowas schon mal vorkommen, aber kommen wir zurück auf die Telepathie und die psionischen Fähigkeiten. Denn ein Ziel der Arden, vieler Arden, ist der sogenannte Aufstieg. Ja, ihr habt ganz richtig gehört. Ihr fragt euch jetzt sicher, was denn genau dieser Aufstieg wohl
sein soll. Unser Ziel ist es, uns fortzuentwickeln, die Menschheit fortzuentwickeln, bis wir Menschen irgendwann als Energiewesen und so weit entwickelt haben, dass wir als Energiewesen aufsteigen können, wirklich zu purer Energie, unsere Materie sozusagen zurücklassen und als Energiewesen aufsteigen, bis hin in dieselbe Sphäre zu Nopia, unserer Göttin. Das ist unser absolutes Ziel und ich denke, diese psionischen Fähigkeiten und die Telepathie ist ein erster Schritt dorthin. Und ich kann jetzt selbst sagen, dass ich selbst einige Erfahrungen jetzt damit schon finden konnte. Und zwar konnte ich die neuen Erkenntnisse, durch die neuen Erkenntnisse meine eigene psionische DNA, die ich glücklicherweise besitze, verwenden, nutzen und habe es geschafft, erstmals endlich einen Gegenstand mit bloßer Gedankenkraft zu bewegen, Leute. Das war ein unglaubliches Gefühl. Also ich habe schon länger gewusst, dass ich diese psionische DNA in mir habe, habe auch schon oft versucht, damit Gegenstände zu bewegen. Ich habe es früher schon mal geschafft, dass etwas ganz leicht ruckelte, aber ich habe nie gewusst, wie ich sie bündeln kann. Durch unsere neuen Erkenntnisse konnte ich das jetzt verstärkt verwenden, um einen Stuhl hier in meinem Arbeitszimmer wirklich durch die Luft schweben zu lassen. Es war unglaublich und ich werde jetzt meine Kräfte, die ich wohl besitze, weiter fokussieren, weiter stärken, um noch größere Gegenstände auch telepathisch zu bewegen und vielleicht auch irgendwann die Gedankenkraft verwenden zu können. Ein Geschenk Nopias, wie ich finde. Und deswegen habe ich jetzt auch direkt begonnen, eine Machtschule zu gründen innerhalb der Aden, um solche Fähigkeiten zu fördern unter den verschiedenen Menschen, die auch diese psionische DNA tragen, sodass wir irgendwann alle einmal als von Nopia gelobte Menschen aufsteigen können zu purer Energie. Interessant ist auch noch ein kleiner Bericht von Gravion zu diesen ganzen psionischen Ereignissen. Den möchte ich ganz kurz noch zitieren. Einst gründeten tapfere und asketische Pioniere eine Stadt am Fuße des Berges der Erleuchtung. Der Standort war die absolut lebensfeindliche Purpurwüste. Dies schreckte die tapferen Frauen und Männer nicht ab. Sie nannten ihre Stadt Delphi und lebten ein asketisches Leben. Das Orakel erleuchtete sie und half ihrer stolzen Stadt beim Wachsen und Prosperieren. Die Bewohner und Pilger dieser Stadt sahen ihre Kräfte, ihre Stärke, in der Kraft des Geistes. Eben jene Kraft erlebte nun ein Comeback. Die stolzen Bürger Unopias haben nun mit Nopias Hilfe die Tugenden Delphis wiederentdeckt. Sollen wir zu Ehren der Vorfahren das wiederentdeckte Psi-Gen als Delphi-Gen bezeichnen? Ja, das ist eine interessante Frage, ein interessanter Bericht. Wieso eigentlich nicht, wenn es sich dort in Anlehnung an die Geschichte Delphis findet, können wir dieses Psi-Gen ja auch Delphi-Gen nennen, das ich jetzt auch unter anderem besitze. Ja, soweit erst einmal wieder hier aus der Adenzentrale von mir. Das war's dann wieder mit der 16. Botschaft. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder Neuigkeiten von Unopia gibt. Bis dahin, macht's gut. Euer Gaius Julius Caesar.